Jo, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Bus Simulator 21 und der weiteren Route 24, die wir momentan haben. West Oakwood und St. Anthony, das sind die nächsten. Das sind jetzt die Ziele, die wir jetzt haben. Das heißt, wir fahren jetzt zur West Third Street hoch. Und dann fahren wir das ganze Ding nochmal. Wenn ich dann das Oakwood habe, Gott sei Dank schon gleich abgearbeitet habe. Also Oakwood ist selber weg. Ihr Scheitertown, ihr Haus ist ja auf 5 mittlerweile. Und ich mache es ja weiterhin so, wie ich das auch vorher gehabt habe. Ich hake erst Stadtteile ab, wenn ich nicht nur die Stadtteile auf 5 habe, sondern auch sämtliche Haltestellen, die da drin sind. Und ich glaube, der ganze Block, der da oben jetzt ist, mit St. Anthony und dann kommen wir noch Lakeside View dazu. Haben wir dann auf. Oh, war mir klar, dass mir dieses ein Auto noch davor steht. Hallo! Ich will weitermachen. Ne. Es könnte in 5 Minuten ja ein Fußgänger rübergehen. Ist aber auch heute mal keine Ampel. Ich weiß nicht, warum der. Ach, fahr doch, ey. Meine Fresse, Alter. Ja, ich bin zu spät, weil die Schlafmütze nach vorne. Warte, der steht. Jetzt fährt er mal, ey. Meine Gott, ey. Thema erledigt. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja. Ey, das ist ja schlimm. West 3rd Street. Meine Katzen reden gerne miteinander, glaube ich. West 3rd Street. West 3rd Street. Damit haben wir auch. Florida Avenue. West 3rd Street. Die West 3rd Street haben wir jetzt. Ich mag das Treiben am Hafen. Wenn ich nichts zu tun habe, ist es irgendwie so ruhig. West 3rd Street. Ist auch das letzte Mal, dass dieser Bus hier anhält. So, einfach ein Fahrkarte. Danke. Ich schau mal, was läuft und guck dich zurück. Ja, bis dann. Passt. Weiter geht's. Sind jede Menge Leute gerade dabei? Ich habe mit der Verspätungsmüll rein, aber egal. Ich halte eh zum letzten Mal hier. Tschüss. Mein Bus ist hier nicht mehr so schnell. Also, Highlander Park, Arnold Park, West Oakwood und Oakwood haben wir auf mittlerweile 5. Picunia genauso. Damit haben wir mittlerweile 5 von 21 Stadtteilen abgearbeitet. Moin. Hat da eigentlich Pech gehabt. Ich meine, die harte Hausnummer wird noch werden, da die große Route abzuarbeiten. Aber ich werde die nochmal neu setzen. Ich werde die tatsächlich offscreen nochmal neu setzen. Die Route, die geht nämlich kürzer. Aber da nämlich aber alle alte Stellen weg haben, zeige ich euch die. Dann die geht dann irgendwie, glaube ich, 40 Minuten oder so oder 45 Minuten maximal. Und dann ist es kürzer als die 55, die ich jetzt aktuell noch habe. Ja, dann fahr doch, ey. Mein Gott, ey. Ich hasse das, wenn die Leute dann rausziehen. Und dann im letzten Moment noch stehen bleiben. Also wenn der weitergefahren wäre, hätte ich das ohne Probleme mit dem Tempo geschafft. Aber durch, dass der da nochmal stehen geblieben ist, hat er mich schön ausgebremst. Ich meine, ich bin Busfahrer. Ich weiß, ich kenne das Ding irgendwann.
So, St. Anthony Church können wir rausnehmen aus der Route. Die wird jetzt immer kleiner. Ja, was? St. Anthony Church. So, St. Anthony Church. Wo bin ich denn hier gerade? Da oben, oder? St. Anthony. West 3rd Street. West 3rd Street. West 3rd Street. Die ist raus. Marina. St. Anthony Church. Und auch die St. Anthony Church. Die wird kleiner. Kann auch übernehmen. So. Also, ist mir gerade egal. Ich warte mal auf die Verkaufsstelle. Ja, das sind nämlich diese vier Haltestellen, die nicht auf fünf sind. Wenn ich es richtig sehe. Ja, die. Ist mir gerade herzlich egal, dass die jetzt gerade da irgendwo stehen. Hier ist das. Die vier ist das. Matcher Middle School. Matcher Middle School. Die Matcher Middle School. Regatta und Jetty ist schon wieder auf 5. Limits und Seadrift. Und South Regatta noch nicht. Letzte Nacht hat meine ältere Enkelin der Kleineren eine gute Nachtgeschichte vorgelesen. Sie kann noch nicht lesen. Also hat sie sich anhand der Bilder eine Geschichte ausgedacht. So. So, gut. Gerade Jetty ist auf 5. Ich lasse die jetzt natürlich drin, die alte Stelle. Ist mir sowas von scheißegal, ob die außerbetrieblich oder sowas ist. Ich fahre die jetzt straight durch. Ich kann sie ja wieder länger machen. Ich kann sie ja dann quasi mehr oder weniger dann rein, hau ich die Route raus. Mache ich auch gleich. Ich mache da nämlich da. Ich baller da jetzt gleich links mit rein. Aber ich hänge eh komplett in den Verband hinterher. Das heißt, mir sowas von egal gerade. Rote Willen. Was stinkt denn hier so? Ey, ich hab gepupst. So, Regatta und Jetty kann jetzt raus, mehr oder weniger. Wo sind die jetzt hier? Regatta und Jetty raus. Mein Enkel hat Schwitzen. South Regatta, Lake Anza Road, Lake Anza Road. Das heißt, ich kann jetzt quasi mehr oder weniger. South Regatta. Matcher Middle School. Ich baue sie jetzt quasi komplett nochmal neu. Matcher Middle School. Die Matcher Middle School. Regatta, St. Anthony Church. Regatta and Jetty. Regatta and South Regatta. Warte mal, was hast du Regatta? Seadrift Square. Und dann kannst du. Lake Anza Road. Da Lake Anza Road. Arlington and Lake Anza. Da. Ernsthaft, ich kann die jetzt nicht aufbauen? Arlington and Lake Anza. Lakeside View Center. Yosemite Street. Yosemite Street. Arlington and Amador. Santa Clara. San Luis Road. Wie war das noch gleich? San Luis Road. Santa Clara Avenue. San Luis. Ach, stimmt. Es war Gruyère. So, die haue ich jetzt mit rein, weil dann habe ich nämlich aber alles. Ich hätte gerne mehrere Fahrkarten, bitte. So. Gut. Aber ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja eben Verspätung 6 Minuten. Das Ding ist ja außer Fahrplanmäßig. Es fehlt ja mehr oder weniger da oben noch irgendwie eine Haltestelle. Ich glaube, die hier ist es nämlich. Verbundene Routen. Westockwood, Islander Park, Lakeside View, 24, 25.
Das heißt, ich muss die 25 mal rausnehmen. Regatta and Jetty. Regatta and Jetty. Bay Timberridge. Dann ist das die hier? Das ist die hier, ne? Links und Bio. Dann nehme ich die raus. Ja. Nehme meine Route wieder mit rein und setze die dazu. So. Und nehme als letzter. Ich guck gerade mal. Dann nehme ich die mit rein. Und der endet dann hier in der Strecke. Route konfigurieren. Der geht dann auf St. Anthony. Und Lakeside View auf 5. So. Anwenden. Änderung übernehmen. Dann haben wir also alle einmal komplett drin. Ich weiß, dass ich übelst verspätet bin, ist mir aber auch herzlich egal gerade. Warum hast du die jetzt umgeändert, die Strecke? Oh Mann! South Vegada ist die nächste Haltestelle. Ja, ich muss jetzt einmal noch mal rum. Ist egal jetzt. Wir fangen nämlich jetzt mit Lakeside View da oben an. Alter Verwalter. So, ich fahre jetzt mit 91%. Ist ja jetzt wurscht. Die Route werden wir in der nächsten Folge auf alle Fälle nochmal neu fahren müssen. Alles, was jetzt mitgeht. Ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. So. Danke. So ein schöner Tag. In diesem Laden gibt es so viele schöne Stoffe. Ich wünschte, ich könnte sie alle. Boah, Alter. So, wir fahren zum Metro Middle School und dann machen wir einen Sense. Warum auch immer. Ach, das hasse ich wie die Pest, wenn der dann immer in den letzten Moment rumschwingt. Dann fahre ich die Route nochmal neu und zwar von Anfang an. Deswegen gesagt, wir fahren jetzt zum Metro Middle School. Da ist sie ursprünglich geändert und dann machen wir es auch nochmal neu von Anfang an. Weil dann brauche ich nicht hier mit 7,5 Minuten Verspätung bis Lakeside View oder hochgurken. Ich glaube, neben. Ich sehe dich schon. Eine Fahrkarte, bitte. Ich glaube, ich habe da einen Rollstuhlfahrer stehen. Okay, du willst gar nicht mit bei mir. Ich glaube, ich habe meine Fahrkarte verloren. Ich kann sie nicht finden. Danke. Senioren-Ticket, einfach eine Fahrkarte.
Achso, Upsi. Seniorenticket, einfache Fahrkarte. Ach, da war doch, ist jetzt doch mit drin. So, ich bin mit dieser Route jetzt hier den nächsten Teil da oben an. Ich mache hier einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann fahren wir das ganze Ding nochmal von Anfang an. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Bus Simulator 21. So, da sind wir wieder beim Bus Simulator 21. Ich habe jetzt überlegt gerade, dass wir das gar nicht zu Ende, dass wir das Ding sogar zu Ende fahren und dann in der nächsten Folge nochmal komplett neu fahren. Na, wir haben jetzt neu. Ich habe gerade mal ein bisschen auf die Zeit geachtet. Wir sind gerade mal bei der Viertelstunde, das heißt, wir haben noch ein bisschen Luft. Und dann dachte ich mir, machen wir das doch mal weiter, das Spielchen hier. Geh mal weg da. Du hast echt noch Gas gegeben jetzt? Naja, ist egal. Alles gut. Weil eigentlich wollte ich ja einen kleinen Break machen, aber ich dachte mir, jetzt machen wir doch ein bisschen was mehr, länger. Also, wir sind jetzt hier mittlerweile auf der Strecke St. Anthony und warte mal, dann können wir sogar die. Doch, da können wir die Route sogar beenden hier. Wie geht die nicht? Wie nennt man einen Schuh aus Banane? Einen Slipper. Okay. Hm, jetzt erinnert mich das. View of 5. Lass mich raten, ich muss den Bus jetzt mitnehmen. Stehe ich jetzt draußen oder stehe ich jetzt im Bus? Du kannst mich... Ja, das ist auch meiner. Finger weg. Warum fahre ich mit dem Mercedes? Warum fahre ich mit dem Mercedes? Nee, ich will die Vico haben. Ja. Ja, ich will die gerne mit. Ich will gerne mit der Route hier fahren. So. Nein, kommen wir alle wieder rein. Halt ich ja gerade ausgemacht werden. Die Matcher Middle School ist auch auf 5. Geil. Dann kann ich die jetzt rausnehmen. Route W, warte mal. Ich wünschte, wir hätten einen Katzenbus. Mein Katzenbus. Geil. Nee, ja, würde ich feiern sogar. Muss ich sagen. Dann nehmen wir die raus. So. Regala und Jenny. Beim Wandern den Knöchel getroffen. Ach du Scheiße, das tut bestimmt weh. Ja, jetzt geht's weiter mit der Strecke nach Lexaview. Ich möchte bald mal an den Strand. Das haben die Kollegen vorher anders gesagt. Ach, Teilstellen, ja gut, wir sind eben mit dem mega Verspätung durchgefahren. Ich fahre jetzt aber nach und nach. Nichts startet einen Tag besser als ein guter Liter Kaffee. Ist mir egal. So. Seniorenticket, einfache Fahrkarte. Das leider können wir sie noch nicht ausbauen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Stimmt. Das ist nicht mal ein Elektrobus. Eine Fahrkarte bitte.
wollte gerade sagen. Das hat er hier in der Feder, sondern mir dann am Ende nämlich anders geschickt. Jetzt schicken wir, fahren wir nämlich geradeaus weiter, weil diesmal immer oder habe ich komplett einmal aus rum geschickt. Das hat mich unnormal Zeit gekostet. Jetzt kostet es keine Zeit, jetzt kann man so nämlich durchfahren. South Vegada, auch ausgebaut. Sehr geil, dankeschön. Eine Fahrkarte bitte. Moment. South Regatta. Nimitz and Seadrift. South Regatta. South Regatta. Ja, warte mal. Es dauert ein ganzes Jahr, die Brücke zu streichen. Und dann fangen sie von vorne an. Nimitz and Seadrift. Hallo. Was ist denn hier überhaupt für eine Mission? Ach. Das ist ja schon die nächste. Wenn da richtig viele stehen, können wir die sogar nebenbei machen. Daniels Knödelladen hat die besten Knödel in Oakland. Voll lecker. Ich liebe den Geruch von frischem Fisch am Morgen. So, jetzt dürften wir... Könnten Sie mich bitte schnell noch rauslassen? Nein. Sorry, dass er mich gleich nicht weg hat. Ich würde es gerne bis zur Haltestelle noch schaffen. Hier stehen ein paar zumindest. Also, ob sie 15... Ich habe den nicht ignoriert. Lake Anza Road, auch raus. Hi. Ja, gleich, junge Dame. Ich muss mal kurz... So. Gut. Okay. Lake Anza Road würde ich jetzt gerade rausnehmen. Wo stehe ich denn da gerade? Das ist die hier, ne? Lake Anza Road. Ja, die können wir rausnehmen, die alte Stelle. Änderung überlebt. Manche Musikgenres von euch da muss ich nicht. Gefallen mir besser als andere. Tja. So krass, wenn es nicht mehr mit der alte der Dings. Oh, ein schöner Tag. Können Fußballmamas eigentlich Papa-Witze reißen? Ach, da hinten ist doch der Rollstuhlfahrer, der will auch noch mit. So. So. Gut, die Legenda Road ist raus. Jetzt kommt die Yosemite Street. Die tolle Straße. Mit dem tollen Namen. Wie gesagt, ich bin mitten in der Vorbereitung. Ich war so mal so 5 Folgen pro Aufnahmesession machen. Weil wir ja noch ein großes Ziel haben, ne? Fahren wir nämlich quasi mehr oder weniger einmal diese Schnecke hier komplett rum. Jetzt geht das hier einmal rundherum. Die Haltestelle ist, glaube ich. Ah, die ist da draußen.
Ich hätte hier rausgemusst. Ich muss jetzt gerade gucken, wo sie ist. Die ist, glaube ich, hier jetzt rechts raus. Genau. Ich habe mich ein bisschen blenden lassen von der 10. Die nehme ich ein Stück weiter. Die nämlich hier wäre. Und hier links ist dann die 5. Ja, die kommt ja jetzt. So, Yosemite Street kann auch raus. Eine Fahrkarte bitte. Ja, dann haben wir eine Fahrkarte. Danke. Der Frühling ist da. Ich habe mich so sehr gefreut, dass ich mir in die Hose gemacht habe. Oh Gott, das sind Informationen, die ich nicht brauche. Ich weiß, dass da hinten noch ein Fahrgast steht, der die Tür blockiert. Das ist gerade ein bisschen nervig. Der hält so ein bisschen den Verkehr auf gerade. So, jetzt ich mal hier kurz den Fahrgast raus aus der Tür. Was ist denn? Blöd, Minari. Gib mir das. Wir haben ja noch nicht ganz alle Haltestellen auf der Technik. Habe ich eine gültige Fahrkarte? Arlington Armadillo ist die nächste Haltestelle. Ist das die hier? Ach, du bleib doch stehen, ey! Mein Gott, ey! Das war eine Aspen Avenue. So. So, die will auch wieder ausgewählt werden. Arlington and Armador! Schön, die kann auch wieder raus aus der Strecke. Arlington and eine Fahrkarte. Ja, ja, warte. Arlington and Santa Clara Avenue. Arlington and Armador. Arlington and Armador kann auch raus aus der Strecke. San Luis Road. Ich baue die jetzt nach und nach aus. Die Haltestellen. So wie ich das jetzt die ganze Zeit gemacht habe. Da brauche ich nicht alle Haltestellen immer 1000 Mal zu fahren. Und dann haben wir mal einen kleinen Break. Und dann haben wir einiges geschafft auf jeden Fall heute. In dieser Aufnahmesession. Meine Fahrkarte zu Hause vergessen. Warte mal. Wenn wir schon mal noch an der Haltestelle stehen, kann ich nämlich kurz gucken, ob die da oben eingepennt ist. Hier unten ist er. Ja, aber Chinatown fahren wir nicht mehr an. Das fing ja mal an mit der Strecke. Ich brauch die ja, wie gesagt, ich bin da noch fast hier oben durch mit dem allem. So, die nächste Stelle ist jetzt hier auf der. Kannst du umschlagen? Jetzt. Santa Clara Avenue ist die nächste Stelle. Das ist jetzt hier vorne. Fahren wir hier rechts raus. Das ist alles hier oben jetzt. Schön. Auch die Santa Clara Avenue kann rausgenommen werden aus der Route. Santa Clara Avenue. Warte mal, wo sind wir denn? Wo stehen wir denn? Wo stehen wir? Doch hier. Santa Clara Avenue. Die kann wieder raus aus der Route.
Ah, es macht ja Spaß, das Spiel. Ich liebe es, aber es ist ein bisschen was zu tun, natürlich, immer noch. Aber wie gesagt, wenn wir dann hier oben so weit fertig sind, haben wir schon mal viel geschafft. Gold Island ist jetzt nicht das größte Problem, das kriegen wir schon irgendwo hin. Ich brauche ja keine Nachfrage, mache ich einfach nur die Gold Island Runde. Dann nehme ich die so nach und nach mit. So, dann haben wir jetzt als nächstes die St. Louis Road. In der nächsten Folge werden wir dann definitiv viel weitermachen mit Lakeside View. Wie soll ich sagen, St. Anthony und Lakeside View, dass wir das alles nach und nach alles abgearbeitet haben, dann haben wir es bald durch. Danach machen wir Gold Island fertig. Guck mal, wir können jetzt nach und nach die ganzen Haltestellen ausbauen. Ich brauche eine Fahrkarte. So. So. Also heute auch schon, aber in einer etwas längeren Folge. Also die Folgen werden eher allgemein jetzt ein bisschen was länger. Die werden jetzt auch alle locker so um 30, 40 Minuten rum. Manchmal sogar fast eine Stunde. Nächster Halt. Arlington Lane Dancer. Arlington Lane Dancer? Also nee, die haben wir noch nicht komplett gehabt, ne? Die hatten wir noch nicht. Dann kommt das Lakeside View Center und dann sind wir durch mit der Route. Ja, ich habe die scheiß Bordsteinkante mitgenommen. Mein Gott, ein woanders. Das ist alles hier scheiße eng geworden. Ist mal jemand mit. Ja, wo soll denn? Ja. Eben haben wir, jetzt mal ignoriert, jetzt sind wir mal mit raus. So. Lakeside View ist bald auch durch. Heuschelfahrer, okay. Arlington Lake Anser ist noch nicht komplett auf 5. Sie ist auf 3. Ich war diese Flachwitze, ne? So, Lakeside View Center ist das letzte. Letzte Haltestelle. Auf diese Route und dann fahren wir in der nächsten Folge das ganze Ding noch einmal. Und dann hoffen wir, dass wir dann auch Lakeside View abgearbeitet haben. Dann wären wir nämlich oben fertig. Wie gesagt, die fehlt ja noch komplett. Fehlt ja noch ein bisschen. Die eine Haltestelle noch oder so ist das, glaube ich. So, dann geht das hier einmal rund. Ja. Einmal alle aussteigen. Und die Haltestelle kann ausgebaut werden. Und dann kann man sie noch nicht ganz von der Haltestelle runternehmen. Okay. Gut. Fertig mit allem. Ach, das ist das. Die scheiß Rollschiff. Ja. Ja, ich weiß. Moin. Vielleicht haben wir gleich einen Bus. Aber ich hab den ja mehrmals. Ne?
alle dreimal. Jetzt kann ich es ausnehmen. So. Einmal aussteigen. Jetzt kann der Rollstuhlfahrer noch raus. Oh, ist die mittlere Tür wieder zu? Nee. Gut. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Thema Lex & View. Und ja. Dann fahren wir zur Major Middle School. Lakeside View Center. Die ist nämlich hier, die Major Middle School. Ah ne, die haben wir. Wieso steht die? Sind sie mit auf der Route drauf? Die sollte eigentlich nicht auf der Route sein. Matcher Middle School. Weil die Ledger Middle School ist auf 5. Die ist ja auf 5. Also kann die raus. Regatta and Jetty. Matcher Middle School. Regatta and Jetty. Matcher Middle School. Regatta and Jetty. Regatta and Jetty. Egal, hat Jetty kann genauso eigentlich von der Strecke runter. Sind wir da fertig mit St. Anthony? South Regatta. Seadrift Square. Nimitz and Seadrift. Nimitz and Seadrift. South Regatta. Nimitz and Seadrift. Ja, ja, Nimitz and Seadrift. Jetty Drive. Matcher Middle School. St. Anthony Church. Dann nehmen wir die auf die 5. Regatta and Jetty. Regatta and Jetty. Santa Clara Avenue. Arlington and Amador. Die ist komplett um. Die ist, glaube ich, auch North durch. Mall. Ja, die hier oben sind ja alle fertig Sierra hier. Street. San Luis Road. Die ist raus. Lake Anza Road. Lake Anza Road ist South raus. South Regatta. South Regatta. Arlington and Lake Anza. Lakeside View Center. Yosemite Street. Mm. Santa Clara Avenue. Arlington and Amador. Ich gucke gerade, dass wir die Haltestellen zusammenkriegen. Ja, dann hätten wir sie alle, ne? Supi. Ich plane sie aber ein bisschen anders. Die sind ja hier diese 3, 4 Haltestellen. Nimitz and Seadrift. San Luis Road. Arlington and Lake Anza. Ich plane mal kurz die andere Strecke. Nimitz and Seadrift. Die raus. San Luis Road. Die dabei. Arlington and Lake Anza. Die dabei. Lakeside View Center. Yosemite Street. Yosemite Street. So, die ist ja raus. Santa Clara Avenue. Lakeside View Center. Und dann geht's ins Lexa View Center und dann hätten wir sie alle komplett einmal durch. Warum nehme ich. Nimitz and Seadrift. Ja, es ist. Manchmal ist das ein bisschen blöd. Weil der, anstatt dass der auf der anderen Route startet und den Weg einfach ein bisschen kürzer fährt, haut der mich da komplett außen rum. Auf welches ist es ein Mannschaft, das kann natürlich auch sein. Gut, in der nächsten Folge fahren wir diese Plan. Nein, ich. Ja, doch, wie auch immer. Warte mal, ich guck gerade, der die jetzt. Ob der mir jetzt den Gelenk was dazu gepackt hat auf der Strecke. Warte mal. Nimm mal den raus hier. So, warte mal. Halt, gucken gerade, ob ich den. Ja, doch, der Weg ist. Gut, in der nächsten Folge geht's dann weiter mit dieser kleinen Route hier. Um den Stadtteil oben mal abzuschließen, endgültig, endlich. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet, hier bei Let's Play Boost Simulator 21 und dann geht's weiter. Bis dahin und tschüss.